Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wir haben uns in der letzten Folge schon mal die TD3 angeschaut, zumindest die obere Reihe der Bedienelemente. Heute werden wir uns den Rest dieser Bedienelemente einmal anschauen. Starten wir direkt mit der mittleren Reihe. Ganz links ist der Temporegler, sprich, wenn ich den Sequencer im internen Modus betreibe, also dass er die interne Tempoeinstellung nutzt, kann ich das entsprechende Tempo über diesen Drehregler einstellen. Aktuell passiert gar nichts, wenn ich an dem drehe. Warum nicht? Weil wir ja diesen Sequencer hier nutzen, um unser Clock-Signal hier reinzufüttern. Dementsprechend ist dieser Temporegler ohne Funktion. Der Schalter daneben schaltet die Wellenform um. Die TD3 wie auch die originale 303 hat einen Oszillator, der zwei Wellenformen beherrscht. Diese beiden haben unmittelbar mit dem Sequencer zu tun, die schauen wir uns gleich an. Hier rechts haben wir im anderen Video schon mal gesehen, kann man die Distortion ein- und ausschalten und hier ganz rechts Volume ist einfach nur die Lautstärke. Kommen wir mal hier unten zum Herzstück, sag ich mal, des Sequencers. Und hier haben wir jetzt drei verschiedene Modi. Es gibt einmal den Normal Mode, einmal den Pitch Mode und einmal den Time Mode. Aktuell sind wir im Normal Mode, was uns hier auch diese kleine LED anzeigt. Ich kann zwischen diesen Modi hin und her wechseln, allerdings nur, wenn ich hier oben im Write Mode bin. Write heißt, ich möchte ein Pattern eingeben. Stelle ich das auf Play, kann ich hier nicht wechseln. Das ist einfach zur Sicherheit, dass ich nicht aus Versehen etwas überschreibe. So, gehen wir in den Write Mode zurück, dann können wir zwischen den verschiedenen Modi wechseln. Heute geht es tatsächlich aber erstmal nur um den Normal Mode. Sind wir in diesem, ist das erste, was wir machen sollten, bevor wir irgendetwas einprogrammieren, schauen, ob unsere Clock-Einstellung stimmt. Der Sequencer muss dazu gestoppt sein. Drücke ich hier diese beiden rechten Tasten, komme ich in das entsprechende Menü. Hier leuchtet jetzt gerade Trigger plus ein PPS. Trigger heißt, er greift das Signal an diese Sync-Buchse ab. Und ein PPS ist das Clock-Format Pulse per Step. Geht man hier weiter nach links, kommen wir zum MIDI, USB bzw. intern. Ich kann das ja spaßenshalber mal machen. Wir haben ja gerade gesehen, der Temporegler hat nichts gemacht. Schalte ich das auf intern um. Hat er plötzlich wieder eine Funktion. Warum ist das jetzt wichtig? Naja, habt ihr hier ein externes Clock-Signal eingestellt, also zum Beispiel MIDI oder eben diesen Sync-In und es liegt kein Clock-Signal an, startet der Sequencer gar nicht. Das heißt, ihr drückt dann auf Play, die Taste leuchtet, aber passieren tut nichts. Wenn ihr sowas habt, dann auf jeden Fall mal checken, ob die Clock-Einstellung richtig ist, im Regelfall dann nämlich nicht. Nachdem wir sichergestellt haben, dass wir das richtig haben, schauen wir uns noch die verschiedenen Clock-Formate an. Zu denen hatte ich auch schon mal ein separates Video gemacht. Da ging es um diese Pulses per Quarter Note und dass es Unterschiede gibt bei DIN-Sync zwischen Roland und Korg. Und genau dem trägt diese Einstellung hier Rechnung. Ich kann verschiedene Clock-Formate anwählen. Habe ich das falsche Clock-Format angewählt, läuft er schlicht und ergreifend auch in der falschen Geschwindigkeit. Ja, also wann immer was Komisches ist, Clock-Format checken. Ansonsten sind diese Taster hier unten dafür da, um zwischen den verschiedenen gespeicherten Pattern hin und her zu schalten. Ich starte den mal. Wir hören, es ändert sich. Es sind hier 8 Pattern plus, es gibt zwei Layer, die kann ich hier umschalten. Pattern Section heißt es hier. Wenn ich auf B gehe, komme ich auf die anderen 8. Hier ist gerade keiner gespeichert. So,
Das heißt, ich habe hier erst einmal 16 verschiedene Pattern, die gespeichert sind. Das Gerät an sich kann aber mehr. Und jetzt kommt dieser Regler hier ins Spiel. Da steht drauf Track, wobei uns Track erstmal nicht interessiert. Was uns interessiert, ist Pattern Group. Und Pattern Group sind diese römischen Ziffern, die hier außen rum stehen. Derer gibt es 4. Das heißt, ich habe 2x8 Speicherplätze und das 4-mal. Wechsle ich jetzt also hier einfach mal die Pattern Group. Merken wir, das Pattern ändert sich auch. Das also zum Abrufen von Pattern. In den nächsten Videos schauen wir uns auch an, wie wir Pattern selber eingeben und speichern können. Das sprengt jetzt aber an der Stelle ein bisschen den Rahmen, deswegen verschieben wir das eben auf das nächste bzw. die nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ihr die nächsten Sachen nicht verpasst, bitte liken, abonnieren und die Glocke läuten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl.